Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist für Sie der 93 Turbo mit der nächsten Ausgabe von South Park's Stick of Truth. Wir sind im letzten Teil von Aliens entführt worden, haben uns aber zum Glück von den Rektalexperimenten befreien können und nun suchen wir den Ausgang. Aber zunächst einmal, neue Aufwertung habe ich nun bekommen. Ich habe mich gut angestellt, sogar alleine. Ein paar Mal bin ich zwar gestorben, aber hey, bei 8. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich hätte die ganze Zeit meine andere Ausrüstung nehmen können. Oh Mann, warum habe ich nicht einfach mal nachgeschaut? Echt, ich fühle mich gerade so blöd. Ich habe mir gedacht, wow, ist schon so, dass man kann nicht seine andere Ausrüstung nehmen? Doch, kann man. Ich könnte mich einfach umkleiden. Ich hab einfach nicht nachgeschaut. Ich hätte mir es einfach machen können. Ich hätte es mir einfach machen können. Verdammte Fresse. Das ist. Oh Mann, ich fühle mich so blöd. Ich fühle mich sowas von blöd gerade. Gut. Okay, neue Aufwertung. Dann machen wir doch. Gut, ich kriege also noch zwei Fähigkeiten. Magie. Gut, dann tun wir doch abziehen. Ein bisschen aufbuschen. Damit es noch mehr Schaden macht. Ich finde, die Kombination zwischen Abziehen und Mäulchen, das hat mir schon oft geholfen. Einfach erst betäuben und dann auch tschakka. Gut, hier habe ich mich schon überall umgeschaut. Ich weiß nicht, wie viel dieses Mutterschiff noch. Hoppala. Das ist ja meine Aussicht. Oh, da entweiche ich mir die Gase vor Freude. Wie komme ich hier raus? Moment, wahrscheinlich mit der Sonde. Oder? Nein? Hier vielleicht? Was? Da, links, to the right, hoch und runter. Ja. Wo geht's? Neue Nachricht von Mr. Marsh. Okay, schauen wir mal. Nachrichten. N. Nein, doch nicht. Da haben wir was. Rechts von dem Raum, in dem wir eingesperrt waren, ist ein Fahrstuhl. Du kannst über ihn fliehen, aber ich habe ihn kaputt gemacht, als ich ihn benutzt habe. Du musst ihn reparieren. Tut mir leid. Hey, ich habe versucht, dir einen Link zu einem Video von einem Häschen, das mit einer Katze spielt, zu schicken. Aber es funktioniert nicht. Das ist echt niedlich. Du solltest es später suchen. Ja, auf YouTube oder wie oder was oder wer? Also hier nicht. Muss ich hier was aktivieren? Nein, nein, nein. War das hier? Oh. Achso, der ist kaputt. Okay, kann ich nicht aktivieren. Moment. Ich habe doch so einen Kristall aufgesammelt. Oh, Entschuldigung. Ah, Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit E gedrückt. Warum habe ich E gedrückt? Bei welchem Spiel musste ich E drücken, um was zu machen? Ah nee, E war doch, glaube ich, alles. Nee, also, oh, mein Fehler. Servus, die Herren. Ich hoffe, ich höre, störe gerade nicht. Das war wohl ein Nein. Okay, aber gut, nun bin ich ausgerüstet. Shuru, der Dieb, ist wieder am Werke. Alles klar, Schilde hoch. Verteidigungsmatrix aktivieren. Aha, ich muss also erst die ausschalten, damit. Höp. Hoppala. Ich muss also erst die ausschalten, das Gerät hinter ihnen, damit ich ihre Verteidigung durchbrechen kann. Verstehe ich das richtig? Ich kann es angreifen. Oh, Verteidigung. Kann ich das betäuben? Das ist die gute Frage. Kann ich das betäuben? Zählt es wie ein Lebewesen? Ich probier's. Abziehen. Höp. Oh. Wow. Okay, das ist gleich hinüber. Habe ich abgewehrt? Ich glaube, nein. Ich habe nicht abgewehrt. Oder doch, ich habe es nicht richtig gesehen. Okay, kleiner Gesundheitstrank oder Gesundheitskrank groß. Ich glaube, der wäre besser. Ein Kuchenhappen. Lecker Kuchenhappen. Die esse ich gerne auch zu Hause. Gut. Mal sehen, dann mach. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es treffe? Naja. Höp, höp, höp. Ach komm, 2%. Hoppala, was macht er da? Was macht er da? Autsch! What the hell war das denn? Ah! Meine Bärenmütze! Meine Bärenmütze! Meine Lieblingsbärenmütze! Alter Falter.
Ja, ganz ruhig, mein kleines Ich. Und, Hui. Ich trinke und das Feuer auf meinem Kopf wird geheilt. Naja. Gut, dann machen wir nochmal. Ich kann mich ja auch heilen. Schwach. Höp. Baboom. So. Autsch. Lass das verdammt doch mal sein hier. Die Laser sind ziemlich gut. Oder ist einfach nur meine Verteidigung ziemlich gering? Das könnte es natürlich sein. Gut. Molchen wir einen von denen. Moment, ich schau mir erstmal ihre Werte an. Gut, also. Mal sehen. Schwach gegen Schocks. Bluten 1, das ist der Chef. Und das ist auch schwach gegen Schocks. Ach so, der blutet durch den Pfeil. Verstehe. Schwach gegen Schocks. Ich habe doch hier meine Schockkeule. Höp. Na, so viel war das aber auch nicht. Auf Betäubung stellen. Waffen fertig. Autsch. Keine Ahnung, was das war. Okay. Gut, also erstmal ein bisschen Mana zurück, damit ich meine Abzieh- und Meuchel-Kombo einsetzen kann. Wo habe ich was? Mana-Trank, Macht-Trank, groß. Macht-Trank. Ich gehe einfach nur auf Nummer sicher. Oh, schöne Cola reingesüffelt. Gut, und dann kann er mir auch erstmal nichts abziehen. Okay. Ich meine nichts antun. Hep. Ach, er ist immun gegen Betäubung. Okay. Hep. Ich glaube, ich wäre richtig ab. Oder mache ich es falsch? Ansonsten wird es mir doch noch mehr Augen tun, oder? Ich brauche mehr Verteidigung. Warte, Moment. Ist der eine vielleicht gegen Angriffe? Blast auf Betäuben. Ist er vielleicht auf... Ach so, sie haben die Leistung der Blaster versteckt. Ich weiß, ich zögere dies hinaus, aber... Nicht, dass sie mich hier blut... Immun gegen Betäuben, Schlaf und angepisst. Einfach so. Ach so, das ist die. Dadurch, dass sie Chefs sind, sind sie dadurch immun. Verstehe. Hab verstanden. Verstehe. Und. Höp. Alles klar, jetzt blutet er dreimal. Du hast die Brücke. Machen sie es so. What the hell? Autsch. Nein, was denn? Der hatte jetzt zweimal angegriffen. Wieso das? Zumindest weiß ich jetzt, dadurch, dass das Chefs sind, kann ich sie nicht betäuben. Und dass ich mein Inventar auch anpassen kann. Mal sehen, ich will aber gerade was schauen. Ja, genau, 2 Rüstungsschaden hinzu. Schwächt feindliche Angriffe. Im Kampf 5 TP. TP um 10. Das möchte ich schon. Alien-Anzug. Du erhältst ein Schild, der 2 Treffer zu Beginn des Kampfes blockt. Fühlt sich wie ein Push-Up-BH für deine Schließmuskeln. Bitte was? Gut. Habe ich da was Neues, was mir helfen könnte? Bogengriffe? Naja. Wenn du deine durchführst, du erhältst 15% mehr Gold. Wollte ich nicht das eigentlich nehmen? 25% zusätzlichen TP. Nehme ich das. Die sind ja Schock. Achso, Moment. Oh. Ach, das macht Schockschaden. Okay, fügt bei perfekten Angriffen 10% Schaden zu. So. Die Aliens werden nicht wissen, was auf sie kommt. Gut, Schockschaden. Das ist ja auch gut gegen die. Alles klar. Gut, dann bin ich... Dann auch weiter. Achso, das hat es nicht gespeichert. Okay. Inventarfähigkeiten. Dann mache ich lieber die Fähigkeit ein bisschen stärker, weil... Oh, die hatte ja noch gar keine Verbesserung. Und wenn ich sie sowieso nicht betäuben kann, dann wie ich sie... Dann tue ich ihnen lieber viel Schaden zufügen. Kann ich das vielleicht überspringen? Servus. Miep. Okay. Schild hoch. Gut. Also erstmal, die Verteidigungsmatrix muss ausgeschaltet werden. Okay, ich bin bereit. Höp. Und okay. Strahlenwaffe. Was zum...
Ich verstehe nicht, wie die Waffe funktioniert. Muss ich da mehrmals drücken oder muss ich länger gedrückt halten? Ich kapiere es nicht. Okay. Mal sehen. Durch meine eine Rüstung müsste ich eigentlich mehr zurückkriegen. Durch mein Outfit. Ja, 148. Wie nochmal? Wenn deine Waffe blinkt. Oder W, um zu furzen. Ich kapiere nicht, wie die Waffe funktioniert. Ich drücke doch. Oh oh. Und ich brenne wieder Feuerio. Ja, bitte. Sounds like there's a defensive matrix up. Those are the worst. First thing I'd want to do is take out that matrix. You got it? Best friend out. Danke. Bin ich schon selbst drauf gekommen. Ach so, es erhöht ihre Verteidigung die ganze Zeit. Alter Falter. Ah, nein, nein, nein. Ach, das ist jetzt die Sache. Habe ich irgendwas mit dem Debuffs und so? Aber nee, bringt auch nichts. Hm. Das ist die Sache, das ist die Sache. Ja, lieber erst den Debuff entfernen. Echt, ich verstehe nicht, wie die Waffe funktioniert, diese Strahlenwaffe. Keine Ahnung, was ich da falsch mache. Die ist resistent dagegen, okay. Verstehe. Das hier? Ich sollte mir mal anschauen, ob die vielleicht eine Schwäche hat. Das ist das hier, okay, mehr. Er leitet 5 Schockschaden, ignoriert alle Feuerschäden, ignoriert alle Frostschäden, ignoriert alle Magieschäden. Okay, also am besten einfach nur mit der Keule zuhauen, okay. Hep. Ja, ich glaube, die Keule ist die beste. Autsch, autsch, autsch. Ist die beste Methode. Alter Falter. Jetzt greift noch der andere an. Nein, tut er zum Glück nicht. So. Lecker Kuchen. Nom nom nom. Und. Höp. Alter, jetzt. Höp. Perfekt. Das war perfekt gekontert. Perfekte. Ich kann ja selbst gar nicht kontern. Ich kann nur abwehren. Merke ich gerade. Okay. Ah, nee, ich habe ja nur die Strahlenwaffe. Ich habe meine Dartpfeile ja nicht. Höp. Da oben. Felser abfeuern. Ja, deshalb, ja, jetzt sehe ich's. Dieser Schild erscheint, wenn ich richtig blocke. Wenn ich es nicht tue, dann erwischt es mich. Natürlich hat es mich dann erledigt. Gut, also die sind immun gegen Betäuben, aber solche Angriffe machen normalen Schaden. Mäuchen, los! Höp, höp, höp. Blutet zweimal, wunderbar. Phantom-Torpedo abfeuern, super. Und... das war ein Volltreffer. Ein volltreffiger Volltreffer. Mann, Mann, Mann. Ich muss besser werden, was das Abwehren angeht. Okay. Höp. Das Mäuchen aber mehr. Ich bin sowas von schlecht im Abwehren. Meine Fresse. Das sehe ich selber. Ich weiß, es macht wahrscheinlich keinen Sinn, aber ich sollte probieren, einen Begleiter zu rufen, wenn das hier wieder nicht klappt. Höp, höp, höp. Weil ich meine, ich kann ja auch meine Ausrüstung nutzen, also warum sollte ich nicht... also warum sollte ich nicht in der Lage sein, einen Begleiter zu rufen? Und... höp. Okay. Mu, 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 mu. Was hast du über meine Mutter gesagt? Und... autsch. Ja, wunderschön, wunderschön. Alter Falter. Gibt es denn nicht irgendwie sowas wie ein Training Crown, was ich nutzen kann, um mich zu verbessern? Okay. Und, höp. Ich bin sowas von langsam. Das glaubt man nicht. Ich bin dann ziemlich auch gerade leise, weil ich konzentriert bin. Ich will das nicht verhauen. Machtangriff oder... ich will mal das mit dem Futzen probieren, aber ob das klappt? Jetzt ist gar nichts passiert. Warum? Ich kapiere es immer noch nicht. Ich stelle mich zu blöd an. Aha! Im letzten Moment muss sowas passieren. Okay.
Jawoll. Ich versteh's ja langsam. Ich versteh's. Okay, mache ich einfach mit der... Bearbeite ich ihn einfach mit der Keule weiter. Auf Töten stellen. Na, dankeschön. Und... Boom, so tut man abwehren. Letzter Moment muss das immer sein. Knappe Geschichte, knappe Kiste. Gib mir hier die Käsebällchen in die Fresse. So, ich hab mich geheilt, das bringt also nix. Das bringt ja auch nix, ist ja gegen Magie immun. Um anzugreifen. Das verstehe ich nicht ganz. Wenn deine Waffe blinkt. Okay, verstehe ich. Klicke mit der linken Maustaste, um anzugreifen. Mit der rechten Maustaste damit dafür einen Machtangriff oder drücke F, um zu furzen. Habe ich nicht genug Mana oder warum passiert nichts? Ich mach's. Ich drück doch F. Warum passiert nichts? Muss ich was gleichzeitig drücken? Nein, guck da. Also, ich drücke F. Passiert aber irgendwie nichts. Und. Boom! So, ich glaube, ich mache lieber schwächere Schläge. Hep. Hep. Elektroschaden. Autsch. Na super. Jetzt brenne ich und auch noch. Dann muss ich mich erstmal heilen, sonst überlebe ich den nächsten Angriff nicht. Okay, da braucht nur noch zwei Hiebe, denke ich mir. Machthieb. Jawohl, nur noch ein Hieb. Ach, hör mir doch auf mit Torpedos. Wie kann das überhaupt sein, mitten im Schiff? Baboom. So, erstmal hier jetzt geheilt. Ich muss mir wahrscheinlich nochmal in der Hilfe anschauen, wie man das genau mit dem Furzen macht, damit ich es auch richtig umsetzen kann. Und Zatsubi. Das war's endlich gewesen. So. Yes? At what location? How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Get everyone moving! We've got another UFO crash. Das der große böse Regierungstyp. Schöne Bezeichnung. Okay, dieses grüne Zeug, was den Typen vermutlich mal verwandelt hat, ist nun in der Kanalisation. Und ich bin jetzt einfach wieder hier, als wäre das ein böser Traum gewesen. Denkste. Denkste, das ist doch kein Traum. Ich spüre noch das Zucken hier in meinen Po-Backen. Erster Tag in South Park. Errungenschaft freigeschaltet. Ich spüre doch das Zucken in meinen Po-Backen, dass das kein Traum war. Neue Nachricht von Marsh. Gut. Ach, stimmt, Elgor, seine Aufgabe habe ich ja auch noch. Okay, das ist erstmal ausgewechselt. Eine schöne Dartpfeile. So. Butters, hey Nauer, danke, dass du gestern mit uns gespielt hast. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, du spielst heute wieder mit uns. Token und Quake gefällt das. Oh, ja, mit euch hat es mir auch Spaß gemacht. Mit Cutman nicht so, aber naja. Danke nochmal, dass du mich da rausgeholt hast. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber ich bin einfach zu höflich. Zu höflich, ja. Zu höflich, das kann eine Schwäche sein. So, Mom und Dad. Ich kann jetzt erstmal duschen gehen. Was ist hier? Also, ah, das ist das Schlafzimmer von unseren Eltern. Alter, jetzt hier wieder Kleidung setzen, alles klar. Hier schon wieder kleine Freimannbrüche, wie es scheint. Die Kacke, die gepinkelt hat, sogar meine Eltern lesen das. Ist das so ein gutes Buch? Und ein bisschen Kleingeld, wofür die das auch immer da gebracht haben. Moment, da kann man noch was holen. Schraubenzieher, wunderbar. Also, wenn mir eine Schraube, bei mir ist immer eine Schraube locker, da lohnt sich das. So. Oh Mann, es war ein langer Tag. Also, was machen wir da erstmal? Was machen wir da erstmal? Ihr wisst es ganz genau. Komm schon.
Yeah, hat gerade noch hingehauen. Warte mal. So. Und nun, nach langer Zeit. Neuer Eintrag in das Logbuch von Shogo, dem Dieb. Letzte Nacht. Ich wurde von Aliens entführt und sie haben Sachen mit mir angestellt, von denen möchte ich nicht reden. Jedoch kann ich sagen, mein Schließmuskeltraining hat sich bezahlt gemacht. Auf meinen Hintern kann man wetten. Von diesem Hintern werden irgendwann noch Leben abhängen. Eintrag Ende. Gut. Neuer Tag, neues Glück, würde ich mal behaupten. So, neue Nachricht habe ich auch wieder. Gut. Hey, wenn 20 Leute bei diesem Post auf Gefällt mir klicken, kann ich ein iPad gewinnen. Mr. Marsh, gefällt das? Natürlich, natürlich, natürlich. Ja, man kann. Das heißt, Betonung liegt auf kann. Das heißt, man muss nicht. Gut. Meine Eltern, seid ihr gerade beim Frühstück? Good morning, Champ. Morgen, Pops. Good morning. School's been cancelled for a few days, sweetie. Go check it out on the news. Na, das trifft sich ja gut. Dann können wir schön weiterspielen. So. Mami, was gibt's zum Frühstück? Oh, look, you've made friends. I'll be your friend too, sweetie. It'll make you look popular. Danke, Mom. Na, Dad, willst du auch mein Freund sein? You can't expect me to pat you on the back just because you've made a few friends. As soon as you have a lot of friends, then I'll be proud. Wow, du bist der beste Vater, den sich ein kleiner Junge wünschen kann. Ein kleiner Junge, wie alt bin ich nochmal? Ich hab's total vergessen. Alter 9. Ein neuer Freund, meine Mutter. Oh, ich bin so stolz. Vater, wieso kannst du nicht stolz mit mir sein? Mach so weiter und ich brauche noch eine Dusche, um meine Seele zu beruhigen. So. And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. Für wie blöd halten sie die Leute eigentlich? Man sieht das riesige UFO. Das ist ein neuer Taco Bell. Oh my god! They came out of nowhere! There was a huge earthquake and then there was burning in my yard! It's horrible. You don't understand. The elves, they took the stick! And it's bullshit because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom and we shall lay waste to the Drow Elves once and for all! Fucking cheaters. Moment, my Cartman. Nur weil der Stab weg ist, heißt das nicht automatisch, dass die Elfen ihn genommen haben. Vielleicht hat ihn auch eine Partei genommen, die gar nichts damit zu tun hat. Hey, morgen, Kenny. Na, was gibt's, Schätzchen? Na, ja, willst du mir was sagen? Verbünde dich mit den Goths. Sprich, Goths. Nicht Goths. Ach, sollst du mir vielleicht helfen? Moment, kann ich jetzt vielleicht... Moment, wo kann ich mich jetzt hier? Karte, Sammelprojekte, Gruppe. Kenny. Ach, Kenny soll mich begleiten. Gut, mach ich doch gerne. Alles klar. Also, Kenny, neues Abenteuer. Du und ich. Wer könnte den Stab sonst gestohlen haben? Weil, wie gesagt, ich vertrete nicht die Meinung, die Cartman vertritt. Ich glaube, das würde ich bei allem machen. Oh. Oh ja. Dies ist ein Brocken. Ich überlege gerade. Oh. Was ist mit Craig? Nicht Craig. Wie heißt er nochmal? Oh, ich habe den Namen vergessen. Moment, lasst mich gerade überlegen. Wie heißt der Typ nochmal? Ich habe gar kein Bild von dem. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber ich meine den Jungen, der am Anfang verbannt worden ist. Der ist sicher ziemlich sauer darüber. Und daher kann es doch gut sein, dass er sich dachte, pah, sie wollen mich nicht mitspielen lassen, ich nehme ihnen den Stab weg.
weil ich meine, er ist verbannt. Das heißt, es interessiert ihn auch nicht, ob er nun nachts in den Stab steht. Oder? Take cover! Okay, okay. Gut, gut, gut. Wir sollen zu den Goths gehen. Okay, dann schauen wir mal auf die Map. Okay, wir sind hier. Quests. Wo müssen wir zu den Goths? Okay, schauen wir mal unsere Quests an. Gehe ein Bündnis mit den Goths ein. Um eine Chance im Kampf zu gewinnen. Okay. Begib dich zur Schule. Alles klar. Gut, warte. Erstmal bei Cooper Keep. In der Nähe von der Schule ist doch, glaube ich, eine Flagge, die ich nutzen kann. So. Ich gehe noch zur Schule hin und dann beende ich den Part. Und den Rest schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Habe ich schon ihre... Ich glaube, ich habe ihre Freundschaft schon, oder? I made some powdered donut pancake surprise if you boys get hungry later. Dankeschön, Mrs. Cartman, bin ich blöd. Mrs. Marsh ist die andere. Okay, da hier bin ich falsch. Wo bin ich überhaupt? Ich habe eine Karte und trotzdem verirre ich mich. So. Alles klar. So, auf zur Schule. Wo ist der nächste Punkt, der bei der Schule ist? Das ist... Ah, es gibt sogar einen direkt bei der Schule. Wunderbar. Ich vermute mal, sie sind irgendwie hinten dran und rauchen eine. Das sage ich jetzt nur, weil ich weiß, dass die rauchen. Das habe ich ja in der Sendung gesehen. Gut, hier auch schöne Sachen zum Mitnehmen. Wunderbar. Macht dann das voll. Mhm. What the hell? Ah! Gegenstände. Ach so, das ist das eine, was ich da machen sollte. Okay. Benutze, um den Rattenschwamm zu vertreiben. Oh, okay. Moment. Drachenschrei, okay. Nein. Und. So, weg, ihr Ratten. Weg. Kleidungsfetzen, wunderbar. Wo bin ich denn hier gelandet? Im großen, bösen Wald. Von Hänsel und Grete. Na, danke schön. Nein. Da bleibe ich jetzt mal weg. Oh, da ist was. Ob ich da hinkomme? Aliensonde? Wow. Alter. Cosmonew und Jimbo Gemone. Schaltkreis. Oh, Weltraumgeld. Alter, das habe ich nie gesehen. Ich habe ja das, wie gesagt, bei meinem Bruder mal ein paar Mal schon ein bisschen angeschaut, aber das habe ich nie gesehen, dass da was ist. So, wunderbar. Hier noch irgendwas. Bam, in der Mülltonne drin. So, ein bisschen was ich verdackern kann. Hier ist doch sicherlich irgendwas versteckt. Jawohl, natürlich. Ich mit meinen Sinnen, mit meinen Diebessinnen, ich finde alles. So, alles klar. 126, Booyah-Chaka. Oh, hier haben wir die Kirche. Hier war doch irgendwo das Teil, dieser iPod war das, oder? Von dem Kind verschwunden. Schnellreiseflagge 9 von 12 habe ich ja schon fast alle. Gut. Sorry, I've already got friends. Also mit der Einstellung will ich sicher nicht dein Freund werden. Man kann doch nie genug Freunde haben. Ich habe sowieso überhaupt nichts gesagt. Dazu nötig, Freunde zu haben. Gut. Meine Damen und Herren, nächstes Mal geht es hier bei der Schule weiter. Wir wollen die Goths auf unsere Seite bekommen, um den Dunkelelfen 1 auszuwischen. Ob sie wirklich die Übertäter in dem Fall sind? Mein Spürsinn sagt mir nicht so wirklich. Wer weiß. Vielleicht ist, wie gesagt, auch das andere Kind, wo mir der Name nicht einfällt. Tja, das werden wir aber im nächsten Teil herausfinden. Oder in einem der nächsten Teile. So oder so. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen von South Park's The Stick of Truth. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns bei der Fortsetzung wieder. Ich bin der 93 Chovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye. Das war jetzt unheimlich, diese Stimme. Tschüssikowski.